Hallo und herzlich willkommen bei Survival Plan. Die Ausräum- und Demontagearbeiten in der Hütte sind erledigt. Teil 1 dieses Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter geht's. Gleich am Morgen haben wir Besuch von zwei Rehen gehabt. Die Projektkosten liegen nach Kauf des Gasheizers und des Camping-WCs bei 308 Euro. Heute geht es im alten WC weiter. Zuerst räumen wir den Raum komplett aus. Alles nicht mehr Verwendbare wird gleich entsorgt. Das alte Werkzeug behalten wir jedoch, es wäre schade darum. Um die Ablagen kümmert sich Sophie. Das gefundene Werkzeug kommt also gleich zum Einsatz. Dann wird das WC demontiert. Nicht gerade die angenehmste Arbeit, aber es ist nun mal nötig. Falls ihr euch fragt, was Karin in der Zwischenzeit gemacht hat, die haben wir zum Spielen in den Wald geschickt. Bei den Abbauarbeiten haben wir noch diesen hübschen Kerl gefunden. Ein Tagpfauenauge sieht man bei uns leider sehr selten. Danach wird wieder einmal sauber gemacht. Der enge Raum wird gleich viel größer und wird in Zukunft wieder genutzt werden. Somit sind fast alle die Montagearbeiten im Inneren erledigt. Nur die Schläuche und das Kabel der alten Küche sowie der Kamin der Gasheizung sind noch vorhanden. Bevor wir uns um den Aufbau der Hütte kümmern können, ist eine genaue Planung nötig. Der kleine Raum soll sinnvoll genutzt werden und natürlich wollen wir auch Kosten und Zeit sparen. Karin und Sophie übernehmen das Messen und die erste Skizze. Ich übertrage die Daten dann in das Zeichenprogramm und erstelle Vorschläge für die Raumnutzung. Wir beginnen mit einer Grundrisszeichnung der Hütte. Normalerweise machen wir solche Planungen in einem speziellen Architekturprogramm. Doch da die wenigsten von euch so etwas zu Hause haben werden und der eine oder andere vielleicht auch auf den Geschmack gekommen ist, selber eine Hütte zu gestalten, nutzen wir dieses Mal ein Zeichenprogramm. Eine millimetergenaue Planung mit 3D-Ansicht ist bei einer Hütte nun wirklich nicht nötig und somit reicht das vollkommen. Bevor wir weitermachen können, müssen wir folgende Punkte abklären. Beleuchtung. Entweder arbeiten wir mit 12 Volt
oder 220 Volt. 12 Volt Systeme können direkt mit einer Batterie verbunden werden. Für 220 Volt Systeme benötigen wir einen Stromwandler. Diese haben keinen besonders hohen Wirkungsgrad und verbrauchen selbst auch Strom, wodurch Energie ungenutzt verloren geht. Dafür hätten wir bei den Lampen mehr Auswahl und sie sind auch deutlich günstiger. Elektrik. Eine Solaranlage soll uns mit Strom versorgen. Die Dimension und ob mobil oder fest montiert, müssen wir noch entscheiden. Mit dem bereits erwähnten Stromwandler könnten wir in der Hütte auch 220 Volt Steckdosen realisieren. Für Kaffeemaschine, Ladegeräte und so weiter keine schlechte Sache, allerdings nicht unbedingt nötig. Wasserversorgung. Neben der Hütte befindet sich ein alter Brunnen. Doch der ist nicht in perfektem Zustand. Bis dieser im Frühling gespült und das Wasser getestet ist, werden wir dort nichts entnehmen können. Küche. Eine kleine Kochgelegenheit muss her, keine Frage. Am sinnvollsten erscheint uns ein Gaskocher. Eine Spüle wäre auch nicht schlecht. Bisher wurde das Abwasser einfach mit einem Schlauch hinter die Hütte geleitet. Keine optimale Lösung. Toilette. Eine Campingtoilette haben wir ja bereits besorgt. Die Frage ist nun, wo und wie wir sie aufstellen. Im Betrieb, also mit gefülltem Wasser- und Abwassertank, muss die Toilette frostgeschützt platziert werden. Der bisher dafür genutzte Raum würde sich einerseits anbieten, andererseits bei Minusgraden nachts raus zu müssen, ist nicht sehr angenehm. Darum überlegen wir, die Toilette in die Hütte zu integrieren. Bei Außentemperaturen um die 5 Grad Celsius am Morgen sind wir froh, die Heizung bereits einsetzen zu können. Der Raum ist binnen Minuten schön warm. Die vorgeschriebene gute Raumbelüftung ist bei dieser Hütte nun wirklich kein Problem. Sobald die Außentemperaturen unter 0 Grad gefallen sind, werden wir die Hütte gut einheizen und einige Wärmebildaufnahmen von außen machen. Auf das Ergebnis sind wir sehr gespannt. Alle wichtigen Punkte sind geklärt. Die Energieversorgung realisieren wir mit einer mobilen Solaranlage. Den Strom speichern wir in 12 Volt Boots bzw. Solarbatterien. Die Beleuchtung wird in 12 Volt ausgeführt. Geplant ist ein Seilsystem. Ein Stromwandler mit 220 Volt Steckdose und USB-Anschluss versorgt unsere Geräte mit Energie. Fürs Erste kommt das Wasser aus Kanistern. Langfristig ist die Nutzung des Brunnens sowie eine Regenwasseraufbereitung geplant. Gekocht wird auf einem Gaskocher, der gleichzeitig als Griller eingesetzt werden kann. Eine Spüle mit Handpumpe wird es ebenfalls geben. Der Nebenraum wird wieder als Toilette genutzt werden. Der Aufbau kann nun endlich beginnen. Elektrische Geräte betreiben wir aktuell noch über die mobile Solaranlage in unserem Pickup. Geräte bis 500 Watt können wir an den Stromwandler anschließen. Weiter geht es mit der Decke in der Hütte. Die herunterhängende Folie ist wieder befestigt. Die Deckenlatten wollten wir als nächstes verschrauben. Doch die mitgebrachten Schrauben finden keinen Halt. Ein Blick in den Aufbau der Decke verrät warum. Die Latten wurden nicht auf Holz, sondern auf ca. 2 cm dicke Dämmplatten genagelt. Das erklärt natürlich, warum auch die meisten Querlatten bereits locker waren. Also zurück zum Baumarkt und längere Schrauben kaufen. Zumindest die Grundrisszeichnung ist in der Zwischenzeit fertig. Die Positionen der Möbel sind jedoch vorläufig. Ob sie schlussendlich genauso aufgestellt werden wie geplant, sehen wir, wenn sie in der Hütte stehen. Wo jetzt noch ein Klapptisch steht, kommt ein Regal hin. Rechts neben das große Fenster kommt ein Regal für Küchenutensilien. Daneben zwei Küchenschränke. Rechts hinten werden sich die Vorratsregale sowie ein Technikschrank befinden. Rechts neben dem Eingang werden wir das Heizgerät aufstellen. Während für den rechten vorderen Bereich sonst noch nichts geplant ist, wird sich links eine Holzsitzgruppe mit Tisch befinden. Eine kleine Garderobe sowie ein gemütlicher Platz für unsere Hunde wird auch noch Platz finden. Wir haben uns dazu entschieden, die Einrichtung möglichst modular zu gestalten, um sie später einfacher transportieren bzw. umstellen zu können. Außerdem bekommt jedes Modul verstellbare Füße, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Der Bau wird eine interessante Herausforderung, da jedes Modul nicht nur ins Fahrzeug, sondern auch durch die Eingangstüre mit ca. 72 cm Breite passen muss.
Die Möbel werden eine Kombination aus Eigenbau und Teilen aus dem schwedischen Möbelhaus. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns schon bald bei Teil 3.